Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch meine Neuzugänge aus dem November. Und es sind ganze 17 Bücher geworden. Und ich kann jetzt schon den Büchermonat spoilern. Ich bin nicht ansatzweise in der Menge so gut wie dann bei den gelesenen Büchern. Da bin ich nämlich, glaube ich, sogar noch einstellig diesen Monat. Also es war lesetechnisch kein sehr erfolgreicher Monat, was gar nicht schlimm ist, aber ich habe definitiv mehr gekauft, mehr getauscht und auch im Bücherschrank gefunden, als ich tatsächlich ja, hier irgendwie zum Lesen gekommen bin oder zum Buch gegriffen habe. Ja, 17 Bücher insgesamt. Es sind 9 haptische Bücher eingezogen, 4 E-Books und 4 Hörbücher. Also relativ ausgeglichen und damit bin ich auch ganz fein. An den haptischen Büchern ist so ein bisschen ja, im Bücherschrank verantwortlich, aber auch eine kleine Rebuy-Bestellung, die ich Ende des Monats noch gemacht habe. Und ich habe auch 3 Bücher in Berlin gekauft, die aber nicht auf den Sub zählen, sondern nur meine Sammlung verschönern, sagen wir es mal so. Dazu dann auf jeden Fall später. Ja, ich denke, wir starten mal mit den 17 Büchern, die ihr alle unten in der Infobox findet, auch mit einem Link, wenn ihr da weitere Informationen wollt. Ich kennzeichne unten in der Infobox auch immer, ob es ein Rezensionsexemplar ist, sodass ihr da auch die ja, Transparenz sozusagen habt, was hier ein Rezensionsexemplar war oder was ich eben selbst gekauft habe. Sollte ich es irgendwie vielleicht so beim Sprechen nicht immer so auf dem Schirm haben. Das erste Buch ist ein Hörbuch und zwar A Breath of Winter von Carina Schnell. Hier ist auch schon der zweite Teil der Reihe angekündigt für nächstes Jahr September. Ist doch ein relativ langer Abstand. Dementsprechend überlege ich noch ein bisschen, ob ich mit dem Hören des ersten Bandes, weil ich noch so bis Januar, Februar warte, dass es nicht ganz so lange ist. Aber ich bin dennoch natürlich sehr, sehr, sehr gespannt. Ein gesetzloses Land voller Monster und Magie und eine Liebe, die nicht sein darf. Wir haben hier eine Fantasy-Dilogie voller nordischer Mythologie und ja, von Carina Schnell. Midgard ist ein Ort uralter Magie. Die Heimat von Hexer und Seherinnen. Seitdem sich die Götter aus dem gebeutelten Reich zurückgezogen haben, machen Trolle die Wälder unsicher und Walküren ziehen mordend und brandschatzend umher. Finde ich mega spannend, dass wir mal Walküren treffen. Als ein gnadenloser Mörder immer mehr Hexen den Tod bringt, wird der Trupp des gefürchteten Söldnerführers Gent auf den Hexenschlächter angesetzt. Die junge Smilla schließt sich den Söldnern unter einem Vorwand an. Niemand soll wissen, dass sie eine Hexe ist und endlich Rache für die Ermordung ihrer Familie nehmen will. Während ihrer gefahrvollen Suche nach dem Mörder kommen Smilla und Gent einander näher, doch Smilla ahnt nicht, wie dunkel das Geheimnis ist, das Gent quält. Klingt spannend, packend, so ein bisschen diese verbotene Liebesgeschichte wirkt so ein bisschen durch. Ich hoffe, dass sie nicht ganz so in den Fokus gerückt wird, weil ich diese ganze Welt und die nordische Mythologie einfach so spannend finde. Und ich finde es wirklich cool, dass wir mal Walküren haben. Das sind ja wirklich eher, ja, Lebewesen, die wir seltener in der Fantasy treffen. Spricht mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr an. Das nächste ist ein E-Book, was mir auch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt wurde, nämlich Winterglück auf dem kleinen Pferdehof in Island von Christiane Lind. Ich mag bisher die Cornwall-Bücher von Kara Lindon, die sich dahinter im Grunde verbirgt. Das ist, glaube ich, ihr echter Name, wäre Kara Lindon dann das Pseudonym ist. Und daher war ich hier sehr gespannt, ja, was wir zu erwarten haben. Es wird ein bisschen winterlich, ist auch direkt auf dem Wintersub gelandet und habe ich euch ja in einem, ja, Winter Want to Read, winterweihnachtliche Bücher auch schon vorgestellt. Ich packe euch das Video auch mal in die Infobox, wenn euch das interessiert. Über die Polarlichter unter dir die schneebedeckte Weite Islands. Laras Welt bricht zusammen, ihr Mann verlässt sie und das kurz vor Weihnachten. Die gemeinsame Reise nach Island, Laras Sehnsuchtsziel schlechthin, fällt damit ins Wasser. Oder nicht. Auf Drängen ihrer Freundin stürzt sie sich allein ins Abenteuer. Am Flughafen erwartet sie ein äußerst mürrischer Isländer, als Laura erfährt, dass sie die kommenden Wochen an der Seite dieses Mannes verbringen wird, macht sie sich Sorgen um ihr Weihnachtsfest. Doch auf dem Rücken ihres Islandpferds findet sie unter den atemberaubenden Polarlichtern endlich wieder den Glauben an sich selbst und vielleicht auch an die Liebe. Ja, ich habe als Hinweis von der lieben Melanie schon eine Info bekommen, dass auf dem Bild, auf dem Cover wohl gar kein Isländer zu sehen ist, sondern ein Norweger. Das können natürlich nur Pferdeprofis sozusagen ja, sehen und dann auch sagen. Fand ich super spannend. Aber vielleicht möchte uns der Norweger auf diesem Titel, auf diesem Cover im Grunde auch noch irgendeine Geschichte erzählen, weswegen es ein Norweger in Island ist. Man kann es nicht wissen.
Fand ich auf jeden Fall sehr spannend, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ja, aus dem Needful Things Paket habe ich mir auch ein Büchlein herausgenommen, nämlich Hotel Dubarry oder Das Findelkind in der Suppenschüssel von Leslie Truffel. Ich packe euch auch das Needful Things Paket Unpacking mal unten in die Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Und es soll eine rührend komische, dekadent und ein bisschen frivole Geschichte sein. Eine hinreißende Geschichte für alle, die das Staunen noch nicht verloren haben. Hat mich sehr, sehr angesprochen. Denn wir sind hier auch in London 1919 und seit im Keller des ehrenwerten Hotels ein lachendes Baby an der Wäscheleine gefunden wurde, besteht kein Zweifel, hier ist etwas Besonderes im Gange. Prompt beschließt die bunte Belegschaft, die Kleine vor dem Weißen Haus zu bewahren, und hätte das Zimmermädchen Mary das Baby nicht ausgerechnet zum Schlafen in eine silberne Suppenschüssel gelegt, hätte der Hoteldirektor vielleicht nie bemerkt, welche wundersame Geschichte sich hier ereignet. Klingt wirklich humorvoll, mal nach was anderem, und wir sind London 1919 und das hat mich definitiv angesprochen. Hier bin ich sehr neugierig, was mich erwartet. Dann war ich mit einer lieben Freundin in der Stadt unterwegs und wir sind bei Thalia über dieses Buchschätzchen gestolpert, was uns sehr, sehr, sehr angesprochen hat und wir uns auch schon vorgenommen haben, es im Januar oder Februar auf jeden Fall auch gemeinsam zu lesen. Und zwar Lonely Castle in the Mirror von Nizuki Tsujimura aus dem Hayabusa Verlag. Also ich kenne weder Autorin noch Verlag, aber die Optik finde ich richtig cool. Es gab auch, soweit ich es gesehen habe, Mangas oder Comics, irgendwie sowas, oder Graphic Novels, die in diese Richtung gehen. Und es ist wohl ein Erfolgsroman aus Japan. Wenn Konkoro zur Schule gehen soll, bekommt sie starke Bauchschmerzen. Sie kann dort nicht mehr hin, dafür ist zu viel vorgefallen. Und so verbringt sie jeden Tag zu Hause, ratlos, wie es weitergehen soll, bis eines Tages ihr Schlafzimmerspiegel zu leuchten beginnt und sie jeden Tag zur Schulzeit in ein wundersames Schloss führt. Dort begegnet sie 6 anderen Teenagern, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Gemeinsam bekommen sie von der mysteriösen Wolfskönigin die Aufgabe, den Schlüssel zu einem versteckten Raum zu finden, in dem allerdings nur einem von ihnen ein Wunsch erfüllt werden kann. Und das hat mich so angesprochen, dieses wirklich besondere Cover plus die Geschichte, sodass ich hier wirklich gespannt bin, was uns erwartet. Und das durfte einfach mal mit. Also ja, und hier genau haben wir die in Manga-Form, genau, hier sieht man noch so 2 Bilder, wie die Mangas aussehen. Finde ich auch sehr spannend, ich bin jetzt aber nicht der größte Manga-Leser, dementsprechend probiere ich das einfach mit dem ganz normalen Roman. Habe ich über BookBeat gehört und dementsprechend ist es da auch bei mir eingezogen. Das kleine Schloss in Schottland von Julie Kaplan ist der 9. Teil der Romantic Escapes-Reihe. Es wird auch noch auf jeden Fall einen 10. Band geben, der ist für nächstes Jahr März schon angekündigt und führt uns auf ein Weingut in Frankreich. Und finde ich ganz interessant, dass es nochmal nach Frankreich geht. Wir waren ja schon in Paris und ich frage mich, warum um Deutschland so ein Bogen gemacht wird, weil ich glaube, in Deutschland waren wir kulinarisch noch gar nicht unterwegs und frage mich, ob man da nicht auch irgendwas finden könnte. Hätte natürlich auch nur so ein bisschen was anderes in Überlegung, was ich spannend fände an Orten in Europa. Finde es aber schön, dass die Reihe jetzt ja vermeintlich auf jeden Fall auch weitergeht. Ich habe das kleine Schloss in Schottland auch schon gehört, weil ich einfach alle Teile der Reihe bisher gehört oder gelesen habe. Sehr winterlich mit so einem Hauch Weihnachten gegen Ende. Wenn ihr da also jetzt im Dezember vielleicht noch auf der Suche seid und irgendwie mal was von der Reihe lesen oder hören wollt, kann ich euch das auf jeden Fall sehr empfehlen und werde dazu auf jeden Fall dann natürlich im Büchermonat auch mehr erzählen. Dann sind 2 Rezensionsexemplare als E-Book bei mir eingezogen. Zum einen Stalking Jack the Ripper von Carrie Maniscalco ist der Auftakt einer Reihe. Es folgt auch im Januar schon der 2. Teil, das dreht sich dann um Dracula und ist wohl eine Mischung so ein bisschen aus True Crime und Historie und lag aber tatsächlich jetzt in Berlin 2-mal bei New Adult. Und das hat mich so ein bisschen irritiert, weil ich das so gar nicht als New Adult auf den Schirm gehabt hätte. Denn irgendwie hätte ich schon eher gedacht, so dieses True Crime, das ein bisschen brutale, Jack the River, mir gehen so ein bisschen auf Vermittlungssuche, vielleicht so auch ein bisschen à la Sherlock Holmes, und hätte es
gar nicht so auf den Schirm gehabt, dass da die Liebesgeschichte so im Fokus steht. Aber vielleicht habt ihr das Buch ja schon gelesen, dann sehr gerne auch eure Gedanken dazu in den Kommentaren. Ja, wir sind im Jahr 1888 in London und treffen auf Audrey Rose Wordsworth, die Tochter eines Lords ist und ein Leben voller Reichtum und Privilegien vor sich hat. Doch zwischen Teeverabredungen und Kleideranproben führt sie ein verbotenes Doppelleben. Entgegen den Wünschen ihres strengen Vaters und den Erwartungen der Gesellschaft schleicht sich Audrey oft in das Labor und den Hörsaal ihres Onkels, um Gerichtsmedizin zu studieren. Dabei arbeitet sie an einer Reihe grausam zugerichteter Leichen und stößt auf Ungereimtheiten. Gemeinsam mit dem attraktiven Thomas Creswell fängt sie dann eben auch an zu ermitteln. Schnell wird klar, dass sie sich auf den Spur des berüchtigten Serienmörders Jack the Ripper befindet. Die Suche nach Antworten führt Audrey zurück in ihr eigenes Umfeld und zu einem furchtbaren Geheimnis. Immer wieder spannend, dass Jack the Ripper so oft auch Anlass gibt für Fantasien, was irgendwie er mit Morden zu tun haben könnte, was auch die reiche Gesellschaft damit auf sich haben könnte. Das finde ich sehr spannend. Das ist so gefühlt wirklich so der einzige True-Crime-Fall, den ich auch sehr gerne immer mal mir was dazu anlese oder anhöre oder anschaue. Sonst habe ich es ja leider nicht so mit True-Crime, weil es ja immer echte Fälle sind und ich kann damit sehr schlecht umgehen. Und bei Stalking Jack the Ripper ist wahrscheinlich einfach der Unterschied, dass es halt schon 150 Jahre her ist und da auch kein Mensch mehr irgendwie davon übrig ist, der irgendwas dabei empfinden könnte, wenn die Fälle so präsentiert werden. Aber ich bin sehr gespannt und hoffe, dass diese vermeintliche Liebesgeschichte, weswegen es bei New Adel liegt, nicht so in den Vordergrund gerät. Und dann ist auch das neue Buch von Brandon Sanderson bei mir eingezogen, Weit über das smaragdgrünen See. Das ist ein Projekt, das er über Crowdfunding hat, im Grunde schreiben können. Und er hat Anfang 2022 dafür 180.000 Leser und Leserinnen weltweit begeistern können und rund 40 Millionen Dollar eingenommen über dieses Crowdfunding. Und es ist das erste dieser ganz besonderen Bücher, die jetzt eben auch im Deutschen erscheinen. Und es sind da wahrscheinlich, glaube ich, noch zwei oder drei andere geplant. Also super spannend, dass er diesen Weg gegangen ist, um ein Projekt im Grunde ins Leben zu rufen und selbst zu schreiben, was er eben möchte und nicht, was ihm irgendwie vielleicht von Verlagen oder Agentur vorgegeben wird. Schon immer lebt Tress auf ihrer kargen Insel, mitten in der smaragdgrünen See. Ein Ort, an dem die aufregendsten Dinge die Tassen sind, die Tress sammelt und die ihr Seeleute aus fernen Ländern mitbringen. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist es, den Geschichten ihres Freundes Charles zu lauschen, der langsam mehr als ein Freund für sie wird. Als Charlie während einer gefährlichen Reise verschwindet, beschließt Tress, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und zieht aus, ihren Liebsten zu retten. Zahlreiche Gefahren warten auf sie, darunter Piraten, fremde tödliche Meere und eine böse Hexe. Wird Tress über sich hinauswachsen und ihre große Liebe retten können? Klingt nach einer wunderbaren Heldenreise, in der eben auch mal eine Frau, ein junges Mädchen so ein bisschen die Protagonistin sein kann und eben als Heldin wahrscheinlich diese Reise erlebt. Bin ich sehr gespannt, freue ich mich auch mal wieder was von Sanderson zu lesen. Ich habe, glaube ich, bisher zwei oder drei Geschichten von ihm gelesen. Bis auf eine fand ich die tatsächlich auch alle ganz gut und bin hier einfach sehr neugierig, was mich erwartet. Dann habe ich zwei Bücher aus dem Bücherschrank genommen. Und zwar zum einen das wundersame Weihnachtshotel von Karen Schaller. Das stand tatsächlich auf meiner Wunschliste und ist mir dann im Bücherschrank über den Weg gelaufen. Wird jetzt, denke ich, auch im Dezember gelesen. Werde ich auch mit einer Freundin lesen. Ist schon eingeteilt, war leider nicht in dem Video mit dabei. Winter-Weihnachts-Sub, weil einfach dieses Buch danach bei mir eingezogen ist. Mich jetzt aber dennoch sehr anspricht. Denn Weihnachten verzaubert alle Herzen. Meine Güte, heute ist es sprachlich nicht ganz so einfach. Für Hayley ist Weihnachten vor allem eine lästige Ablenkung von der Arbeit. Doch ihr Chef schickt sie für eine Woche im Advent ins Holly Peak Inn, damit sie an ihrer Einstellung zum Fest arbeitet. In dem kleinen, charmanten Hotel in den Bergen begegnet sie dem attraktiven Chef und fühlt sich sofort zu ihm hingezogen. Das ist, glaube ich, so der einzige Kritikpunkt, den ich daran habe. Um die ersehnte Beförderung zu bekommen, muss sie aber eigentlich so schnell wie möglich in ihre Werbeagentur in Boston zurückkehren, statt mit den anderen Gästen Plätzchen zu backen, zu basteln und im Schnee zu wandern. Bis Hayley es sich selbst endlich erlaubt, auf ihr Herz zu hören, braucht es den ganzen Zauber von Weihnachten. Das klingt
klingt einfach so schön. Und hatte ich auf der Wunschliste, weil meine Freundin das auf dem Sub hatte. Und als ich das im Bücherschrank entdeckt habe, habe ich gesagt, oh, das ist echt irre. Was für ein cooler Zufall. Da freue ich mich und dementsprechend wird das jetzt auch noch zeitnah gelesen in diesem Jahr. Und dann mal sehen, eher eine winterliche Geschichte ist dann Schnee auf dem Kilimandscharo von Ernest Hemingway. Was heißt eine Geschichte? Ich glaube, es sind 20 Kurzgeschichten. Ich bin mir gar nicht sicher. 2, 4, 6, 8, 10, 10 Kurzgeschichten. Wie kam ich auf 20? Keine Ahnung. 10 Kurzgeschichten von Ernest Hemingway in neuer Übersetzung. Ich würde gerne noch lang genug leben, um 3 weitere Romane und 25 Kurzgeschichten zu schreiben. Ich kenne einige richtig gute, hat er gesagt, 1938. Und Hemingways Kurzgeschichten gehören zum Besten, was die Literatur des 20. Jahrhunderts zu bieten hatte. Bin ich sehr gespannt. Mit seiner klaren, verknappten Sprache und den lebensnahen Stoffen schuf Hemingway einen vollkommen neuen Ton des Erzählens. Hier liegt nun eine Auswahl in neuer Übersetzung von Werner Schmitz vor. Jede der 10 Stories ist eine präzise Miniaturaufnahme existenzieller Erfahrungen voller Gleichmut und stiller Komik. Bin ich gespannt. Ich habe mit Hemingway nicht nur gute Geschichten in Erinnerung, aber ich bin sehr gespannt auf die Kurzgeschichten und ob er mich da vielleicht sogar eine Spur mehr begeistern kann als mit seinen längeren Romanen. Dann sind 2 neue Bücher von Markus Heitz bei mir eingezogen. Und zwar Ripper's Daughters Band 1, Stimmen der Vergangenheit, ist als Hörbuch bei mir eingezogen, weil es das nur als Hörspiel bei Audible gibt. Da hat mich eine Freundin drauf aufmerksam gemacht und mich gefragt, ob ich davon schon mal irgendwas gehört habe. Und ich musste das verneinen und fand es dann aber mega spannend, denn Mystery trifft History. Ripper's Daughters ist eine düster spannende neue Trilogie des Multibestseller-Autors Markus Heitz. Diese fesselnde Serie entführt ihre Hörenden auf eine Reise ins viktorianische London und rund um die Welt. Sie folgt den Spuren von Jack the Ripper und seinen Töchtern, die übersinnliche Fähigkeiten besitzen. Ich frage mich gerade, wie das so sein kann, aber das werden wir erfahren. Gemeinsam folgen sie den Hinweisen auf eine gefährliche Verschwörung und bald sind sämtliche ihrer Fertigkeiten gefragt, um zu überleben. Auch in der Neuzeit setzt sich der Komplott fort. In Hamburg beginnt die junge Nachfahrin einer der Ripper's Daughters, Ella, eine seltsame Ausbildung bei ihrer Tante und erfährt, dass auch sie besondere Fähigkeiten hat. Während Ella nach und nach das Geheimnis ihrer Herkunft entschlüsselt, muss sie mit ihrer Tante und deren Butler eine Katastrophe aufhalten. Eine Aufgabe, an der Jack the Ripper im Jahr 1888 scheiterte, denn er mordete damals nicht ohne Grund. Und das ist natürlich auch wieder eine Herangehensweise, die ich super spannend finde, um vielleicht herauszufinden, was Jack the Ripper tatsächlich bewegt hat. Wie vorhin gesagt, True Crime nur so bedingt mein Thema. Hier wirkt es aber natürlich schon sehr fiktional mit so einer Idee, was hätte ihn irgendwie motivieren können. Und dementsprechend bin ich das sehr, sehr, sehr gespannt. An mir ist dieses Hörspiel aber komplett vorbeigegangen. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass ich drauf gestoßen wurde und es mir dann auch bei Audible geholt habe. Das nächste Buch von Markus Heitz ist dann Vampire City Number One, Schere, Pflock, Vampir. Auch hier hat mich eine Freundin drauf aufmerksam gemacht, dass es hier ein kleiner Thriller ist mit Action, Blut, Spannung und viel schwarzen Humor. Und ich glaube, das Buch hat tatsächlich nicht viele Seiten gehabt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das E-Book hat auch, glaube ich, nur knapp 3 € gekostet. Die Vampire Theo und Leonore leben in Frankfurt am Main. Also es ist Theo und Leonore. Gut getarnt unter den Menschen. Er arbeitet als Kellner, sie als Tellerwäscherin im Szenelokal Retro. Und sie dachten, sie wüssten alles, was man über Vampire wissen sollte. Blut bedeutet Leben, Sonne tötet, Unsterblichkeit sowieso, Köpfen und Verbrennen ist final ungesund. Das Übliche eben. Check. Aber als Leonore die nervige Vampirin Sanne unbeabsichtigt mit Silberkugeln eliminiert, melden sich Zweifel bei Theo. Wieso Silber? Wieso erschießen? Was wirkt noch tödlich, von dem man bislang nichts ahnte? Aus Eigenschutz? Niemand will nicht durch einen blöden Zufall sterben. Beginnen sie mit der Recherche und experimentieren an anderen Blutsaugern der Stadt. Natürlich ohne deren Zustimmung. Dass du... bringt sich dadurch nicht nur Feinde. Es droht obendrein eine Katastrophe, denn bald könnte es in Frankfurt unkontrolliert von Vampiren nur so wimmeln und die Metropole zu Vampire City Number One machen. Solche weltweite Aufmerksamkeit ist das Letzte, was Theo und Leonore für ihre Spezies wollen. Der Banker Cordian und die mächtige Vampirin Katharina spielen ganz besondere Rollen bei der entscheidenden Frage, wie das nahende Desaster
aufgehalten werden kann. Es klingt wirklich humorvoll, es ist eine Vampirgeschichte und wenn jemand Vampire kann, neben Jake Christoph, ist es auf jeden Fall Markus Heitz und oder auch Anne Rice konnte definitiv auch Vampire und dementsprechend bin ich hier sehr gespannt, was mich auf diese etwas kürzeren Geschichte dann auch erwarten wird. Ein Buch, über das ich auch von einer Freundin erfahren habe, was uns vom Cover so angesprochen hat und den Illustrationen, ist Buttercream Witch von Lea Melcher. Melcher. Ich hab's immer so nicht mit Namen. Ein wunderschönes Cover, wunderschön gestaltet, kommt im Eigendruck. Das heißt, die Autorin nimmt im Grunde Vorbestellungen an und wenn, glaube ich, eine Anzahl an Bestellungen vorhanden ist, dann nimmt sie die im Grunde bestellt beim Drucker und startet dann eben auch den Versand. Ich gucke gerade, wo ich so ein paar Illustrationen noch finde. Ist super schön aufgemacht, klingt natürlich schon ein bisschen herbstlicher, aber wir planen es im Januar dann auch zu lesen. Millie Battersley ist eine magische Tortenbäckerin. Das darf natürlich niemand wissen, außer den Hexen im verschlafenen Dörfchen Snickerford, die sie durch ihre verzauberten Torten mit Magie versorgt. Doch eines Tages werden ihre köstlichen Kreationen mit schwarzer Magie vergiftet und der Verdacht fällt sofort auf Millie. Gemeinsam mit Remington, dem rothaarigen Tortenlieferanten und ihrem Fledermaus-Sidekick muss Millie herausfinden, wer tatsächlich dahinter steckt. Dabei sollte sie sich auf keinen Fall in Remington verlieben, denn unter Hexen gibt es die eiserne Regel, dass das Gedächtnis von allen Normalsterblichen, die von den Hexen erfahren, unwiederbringlich gelöscht wird. Ja, klingt natürlich schon ein bisschen herbstlicher. Es gibt jetzt, glaube ich, auch demnächst eine zweite Geschichte. Und dann waren hier auch noch so zwei Sachen mit dabei. Ein kleines Dankeschön. Finde ich richtig schön. Und ich bin trotzdem, also man sieht hier so ein bisschen die Herbststimmung. Ich bin trotzdem neugierig und freue mich da auf jeden Fall im Januar in diese cozy Hexengeschichte so ein bisschen einzutauchen. Würde mich freuen, wenn das ein bisschen in Richtung Helen Harper oder sowas geht. Ich glaube, da würde das auf jeden Fall ganz gut passen. Denke ich zumindest. Dann ist bei mir eingezogen das neue Hörbuch von Guido Maria Kretschmer, 19.521 Schritte vom Glück der unerwarteten Begegnungen. Fragt mich nicht, was das heute sprachlich ist, das ist passiert manchmal. Auch das habe ich jetzt im November schon gehört und kann schon sagen, es hat mir richtig gut gefallen. Ein Tag mit Guido, nahbar, empathisch und so persönlich wie nie. Ja, Guido macht sich hier nach einem Tag, wo die Queen im September 22 gestorben ist, er muss nach Berlin reisen, ist davon ja ein paar Jahren weggezogen nach Hamburg und er macht sich dann einen Tag eben ja zu Fuß auf den Weg durch Berlin, trifft verschiedenste normale, nicht-Promi-Menschen, sitzt im Kino, unterhält sich da mit wunderbaren Frauen und erzählt uns hier eben von seinen wunderbaren Begegnungen in der Großstadt. Und an dem Tag macht er eben 19.521 Schritte und er erzählt uns hier, was das eben auch für ihn bedeutet. Und ja, er spricht es auch selbst und das ist natürlich auf jeden Fall eine große Empfehlung und dementsprechend werde ich da im Büchermonat noch ein bisschen mehr schwärmen. So, jetzt habe ich noch ein paar echte Bücher hier liegen und zwar das neue Buch von David Michie wurde mir auch vom Verlag zur Verfügung gestellt, ist Instant Karma, der Tag, an dem es geschah. David Michie ist ja unter anderem der Autor der Die Katze des Dalai Lama Reihe, die ich sehr, sehr liebe und mich immer wieder freue, wenn es einen neuen Teil gibt. Und ich fand auch den tibetanischen Krimi ganz okay. Ich bin halt nicht der größte Krimi-Leser, weswegen ich da den zweiten Teil nicht gelesen habe. Habe mich aber hier sehr gefreut, dass mir das Buch zur Verfügung gestellt wurde. Spritzig, subversiv, warmherzig, Instant Karma zeigt David Michie oder Michie von seiner besten Seite. Was wäre, wenn wir alle eines Tages aufwachen und entdecken würden, dass auf jede großzügige Tat bald darauf ein unerwarteter Glücksfall folgte, wenn Diebstahl oder Verrat zu einer schnellen Katastrophe führten. Innerhalb von Minuten würde jeder von uns die sofortigen Auswirkungen des Karma spüren. Innerhalb weniger Stunden würden nicht nur spirituelle Menschen versuchen, die neue Ordnung zu erforschen. Jeder würde es versuchen. Wir haben hier eine Geschichte eines einzigen Tages, eine außergewöhnliche Vision, abwechselnd urkomisch und ergreifend. Eine aufgrund von Massentierhaltung verursachte Ansteckung durch eine Lebensmittelvergiftung führt dazu, dass Menschen bis zur Mittagszeit Vegetarier werden. Ein wenig bekannter buddhistischer Mönch, Lama Tashi, wird plötzlich zum Liebling der Medien
durch den tiefe Weisheit verbunden mit herrlich ozeanischem Wohlwollen vermittelt wird. Inmitten einer Achterbahn der Ereignisse führt uns Instant Karma an unerforschte Orte. Wie sehr würde sich das menschliche Verhalten verändern, wenn wir mit den unmittelbaren Folgen unseres Handelns leben müssten? Und das klingt einfach super spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ist ein Lama Tashi-Roman. Ist jetzt tatsächlich die Frage, ob das dann ein zweiter Teil irgendwie noch geben wird, weil Lama Tashi sagt mir jetzt tatsächlich noch gar nicht so richtig viel, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was mich hier erwartet, und freue mich auf dieses Gedankenspielchen, wenn Karma wirklich, egal in welche Richtung immer, zeitnah zurückspielen würde. Ja, klingt auf jeden Fall gut und bin ich sehr, sehr neugierig. Dann habe ich, die nächsten drei Bücher waren bei Rebuy mit dabei. Ich habe da eine Bestellung aufgegeben und habe mir drei Bücher mitbestellt. Zum einen den 18. Teil der Sehnsuchtsorte-Reihe, Den Wind im Haar, das Meer im Blick, Manuela Wader ist hier die Autorin. Mein turbulenter Neuanfang auf Hallig Hoge, wahrscheinlich Hoge. Ich mag diese Reihe sehr gerne. Es gab schon sehr besonders schöne Geschichten, aber auch zwei, drei Geschichten, die mich nicht so begeistert haben. Ich bin halt hier einfach immer neugierig, was mich erwartet, aber definitiv weniger fröhlich. Zwischen steifen Briesen und dem Zauber des Neuanfangs krempelt Manuela Wade die Ärmel hoch, gelingt es ihr, den SchülerInnen die Freude am Lernen zurückzugeben, und wird sie auf der Hallig Fuß fassen. Ja, bin ich sehr neugierig. Und auch der erste Teil dieser Reihe, der tatsächlich von der Aufmachung noch ein bisschen anders aussieht, ist bei mir eingezogen, nämlich von Christiane Hagen. Macht's gut, ihr Trottel. Ein bisschen gewagt, auf der Suche nach dem Paradies, und es ist wohl die Happy End Edition, wo wir auch noch 40 Seiten extra haben. Finde ich tatsächlich, glaube ich, ist das dickste Buch dieser Reihe. Und zwar authentisch und mit viel Witz erzählt Christiane Hagen von ihrer Entscheidung, der Liebe wegen auf eine paradiesische Insel vor Sumatra zu ziehen. Ach, da wäre ich auch direkt dabei. Also das auf jeden Fall gut. Und ja, das Buch hatte ich, also ich habe gefühlt ja alle irgendwie mehr oder weniger auf der Wunschliste. Ich glaube, es gibt nur ein, zwei Geschichten, die mich nicht so interessieren. Und so langsam habe ich dann meine Sammlung auch voll. Ich glaube, die anderen Bücher seht ihr hier oben mit dem bunten Buchrücken. Und alle, die schon gelesen sind, sind entweder weitergegeben, vertauscht oder eben auch noch auf dem Dachboden. Freue ich mich, dass ich jetzt auch noch zwei weitere Geschichten habe, die mich auf jeden Fall, denke ich, dann im Frühling gut unterhalten werden. Und dann auch ein Buch, was mich einfach durchs Cover auch angesprochen hat. Und zwar, als ich diese Sehnsuchtsorte-Geschichte mir angesehen habe, bin ich über Nordwärts von Silvia Furtwängler gestolpert. Eine Frau mit 30 Huskies in der Wildnis. Finde ich super interessant. Ein faszinierendes Abenteuer einer starken Frau, die den Mut hat, ihren Traum zu leben. Und für mich wäre dieses Wetter definitiv nichts. Nur Dunkelheit, nur Kälte. Die Huskies würde ich nehmen, aber ein Husky in unseren Regionen ist natürlich immer schwierig. Aber ich möchte nicht mit Silvia Furtwängler tauschen, aber ich finde es trotzdem spannend, dass sie auswandern, im Einklang mit der Natur leben möchte und eben auch bei sich selbst ankommen will. Sie hat sich ihren Traum erfüllt und ist auf den Spuren Roald Amundsen 2008 nach Norwegen gereist, in die größte Hochebene Europas, und blieb überwältigt von der unglaublichen Schönheit der Natur auch dort. Seitdem lebt sie mit ihrer Familie und ihren Schlittenhunden in einem Häuschen am See, ist oft wochenlang durch Schnee und Eis von der Außenwelt abgeschnitten, aber glücklich. Und sie erzählt uns hier etwas von einer Expedition, 600 Kilometer auf der zugefrorenen Wolga mit dem Schlitten durch Russland, und sie ist die einzige Frau von 7 Teilnehmern. Das sind tatsächlich auch so ein paar Bilder mit dabei. Und ja, finde ich super faszinierend. Dementsprechend freue ich mich, das auf jeden Fall im Winter noch zu lesen. Ich denke eher so Januar, Februar, vielleicht auch noch in den März, weil ich das echt super spannend finde. Ist auch nicht sehr dick. Bin mega neugierig, was sie uns von ihrem Abenteuer erzählt und was da so ein bisschen passiert. Das waren sie jetzt, die 17 Bücher, die ihr alle unten in der Infobox finden könnt. Wenn ihr eins der Bücher schon kennt oder auch euch zugelegt habt, sehr gerne ein bisschen Austausch in den Kommentaren. Jetzt kommen wir zu den drei Büchern, die ich aus Berlin mitgebracht habe, und zwar in diesem kleinen Format. Vielleicht ein reguläres Taschenbuch so ein bisschen daneben. Also man sieht, es ist gut, 4/5 davon auch nur groß. Und zwar sind es Geschichten von J.R.R. Tolkien. Und zwar einmal Der Schmied von Großholzingen. Die Abenteuer des
Tom Bombadil, der Schmidt, ja, der Schmied natürlich, ja, Tom Bombadil und auch Bauer Gils von Hamm. Drei wunderschöne Geschichten, wunderschön aufgemacht aus der Hobbit Press, dem Klett-Cotta Verlag. Wirklich, also wunderschön auch von innen illustriert, richtig schön. Ich mochte diese kleine Größe, sie waren reduzierte Menge Exemplare von, ich glaube, 15 Euro auf 7,99 und ich habe die alle drei so nebeneinander gesehen und gedacht, ach Steffi, deine Sammlung ist noch nicht groß genug. Diese drei kleinen Bücher passen da auch noch mit rein. Und ich weiß tatsächlich gar nicht, ich glaube, Tom Bombadil müsste so eine ganz kleine Geschichte irgendwo sein. Ich glaube, die beiden anderen sind in irgendwelchen Geschichtssammlungen mit enthalten, wenn ich mich nicht täusche. Ja, auf jeden Fall freue ich mich über die drei kleinen Bücher und die gibt es auch ganz regulär sozusagen bei Thalia zum Beispiel zu kaufen, also auch hier der Link in der Infobox und ich freue mich sehr, dass ich die entdeckt habe. Und vielleicht wird es dann nächstes Jahr einfach mal für ja, Zeit ein wenig in Tolkiens Welt wieder mit Büchern einzutauchen und den Herrn der Ringe einfach mal wieder zu lesen, vielleicht auch das Silmarillion und dann auch die kleinen Geschichten dazu. Ja, das wäre doch eigentlich ein Projekt für das nächste Jahr. So, das war's jetzt aber nun endgültig. 17 neue Bücher, drei, ja, im Grunde Bücher einfach der Sammlung ergänzend wegen hier mit eingezogen. Ich freue mich über die Bücher, die angekommen sind, über die, die ich auch schon gelesen habe und es tröstet ein wenig hinweg, dass diese guten Bücher jetzt auf meinem Sub auf mich warten, während ich selbst so ein bisschen in einer kleinen Leseflaute in diesem Monat war. Ich hoffe jetzt mal, dass sich das im Dezember wieder legt und ich da wieder ein bisschen mehr Muse habe, zu einem Buch zu greifen. Ich hoffe, dass die Winterweihnachtsbücher mich da auch ein bisschen in Lesestimmung bringen. Ihr könnt mir ja gerne auch mal verraten, wie viele Bücher so bei euch eingezogen sind und auf was ihr euch da besonders gefreut habt. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.